From early morning to evening late across the city, over the whole wide state, we don't got a plan. Morgen. Wir sind ein Boxclub und keine Karibikbar. Hey, genau mal. Papa. Na klar, hab ich das gewusst. Hallo, ich bin auch nie. Der Vater war mein Haberer. Schon vergessen? Und da sagst du mir nicht was? Das ist der Bruno. Das ist mein Opa. Was hätte ich denn sagen sollen? Sie ist ja jetzt schon komplett hysterisch. Das ist für Sie. Außerdem war das Seibier. Da habt ihr einen Schlüssel für die Detektei. Und die möchte ich in 30 Minuten im Ring sehen. Ist das klar? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Was ist denn heute mit dem Felix? Ist es wegen seinem Bruder? Der muss ja Grätzen sein. Der Opa sagt, er ist in einer Hippie-Kommune aufgewachsen. Wirklich? In Berlin, um genau zu sein. Eirige Liebe 77, das war der Name. Sag einmal, geht's noch? Sich einfach von hinten da so anzuschleichen? Krieg ich einen Cappuccino? Also in so einem Gewand gibt's höchstens einen Kakao. Eirige Liebe 77, was ist das überhaupt für ein Name? Die ist manchmal ein bisschen schräg. Bleibst du jetzt eigentlich bei uns? Nur bis zum Begräbnis. Dann muss der dringend in die Karibik. Apfel, Karotte, Heidelbeer. Und ein Drittel Mineral, handgeschöpft. Und wo schlafst? In meinem Wohnmobil. Alles, was ich brauche, ist ein Platz zum Abstellen. Was? Jetzt! Okay, stopp. Und? Yeah. Kerzenschlüssel. Karibik, Ja, oder Feuerland. Na, dort werden sie auf dich warten. Hallo. Euer Papa hat das immer ganz anders gemacht. Nein, du musst pumpen. Jetzt. Damit geht doch. Gute Arbeit. Von dir auch. Die sind kein Liebespaar, die wollen sich gemeinsam umbringen an ihrem 17. Geburtstag. Der ist heute. Der hat das letztes Jahr schon mal probiert mit einem anderen Mädel, aber die hat nicht wollen. Und wir brauchen die Nummer von der Behrens. Wir? Ich dachte, es gibt kein Wir. Komm. Es ist eine Zeit der Trauer, eine Zeit des Schmerzes und eine Zeit des Abschieds. Aber auch eine Zeit, um innezuhalten und dankbar zurückzublicken. Denn kein Leben verstreicht sinnlos. Entschuldigung. Wilhelm Kuckler geht's, genauso wie er gekommen ist, mit leeren Händen. Aber lassen wir uns davon nicht täuschen, denn es geht nicht darum, was er uns geschenkt hat, sondern um das, was uns von ihm bleibt. Susi! Mach's gut, Ronny. Und grüß mir das Meer. Mach ich. Lilly, es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Und weißt du was? Aus Sie wird mal eine richtig gute Mechanikerin. Na gut. Also dann? Ja, also dann. Mama, können wir bitte die Nummer von der Polizei am Neusiedlersee raussuchen und sie bitten, den Felix und den Ronny zu retten? Nein, nur mich. Nur den Felix. Was? 'Cause every now